Heute beim elektrischen Reporter: Arrest, Ägypter und getrollte Patente. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Hauptaufgabe des modernen Strafvollzugs ist die Resozialisierung. Allerdings, obwohl zu einem Leben im 21. Jahrhundert zweifellos das Internet gehört, haben Strafgefangene damit bislang keinerlei Umgang. Erste vorsichtige Projekte wollen nun Inhaftierte und das Internet miteinander bekannt machen, wie unser erster Beitrag zeigt. Mehmet Aykol ist auf dem Weg zum Seminar. Er studiert im 4. Semester Rechtswissenschaften in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. Früher war er Bauunternehmer. Jetzt sitzt er eine lange Haftstrafe ab und studiert an der Fernuniversität Hagen. Damit er sich auf Klausuren und Hausarbeiten vorbereiten kann, hat Mehmet Aykol einen stark eingeschränkten Internetzugang. Natürlich hätte ich gerne mehr, also zum Beispiel wenigstens, dass man uns gewährt, dass wir auf die digitale Bibliothek zukommen, damit wir das auch recherchieren können. Aber wir müssen uns mit dem begnügen, was wir jetzt haben, und das haben wir hier gewährt bekommen. Wenigstens haben wir ja das begrenzte Maße. Seit 2002 können Gefangene in Tegel zum Studieren das Internet nutzen. Genauer, einen winzigen Ausschnitt des Netzes. Die drei Fernstudenten haben ausschließlich Zugriff auf Internetseiten der Fernuni Hagen. Dort können sie sich auch mit anderen Studenten austauschen. Dass es dabei nicht immer nur ums Studium geht, sondern auch mal Persönliches besprochen wird, weiß auch Lars Hoffmann, der das Projekt in Tegel von Anfang an begleitet hat. Naja, solange es sich im universitären Bereich abspielt und auch die anderen Nutzer auch Mitglieder der Fernuni Hagen sind, ich sage mal, dann drücken wir da auch schon mal die Augen zu. Aber klar ist natürlich auch, dass wir schon großen Wert darauf legen, dass der Informationsaustausch vorwiegend im universitären Kontext erfolgt. Der gesamte E-Mail-Verkehr der Studierenden wird überwacht. Denn für private Kontakte gibt es ja Briefe und das Telefon. Genau das aber findet der Rechtswissenschaftler Florian Knauer ziemlich antiquiert. Wenn es nach ihm ginge, hätten viel mehr Gefangene Zugang zum Internet. Auch als Vorbereitung auf die Zeit nach dem Knast. Gerade Gefangene sind häufig schreibungewohnt. Ganz abgesehen davon, dass auch im Internet Arbeitsamt, Wohnungssuche eine ganz große Rolle spielen, Internetbörsen in diesem Bereich. Und auch darauf muss man die Gefangenen schon während des Strafvollzuges vorbereiten für die Zeit nach der Entlassung. Allen Häftlingen würde auch Florian Knauer keinen Internetzugang geben. Aber wer wegen Verkehrsdelikten, Diebstahl oder Körperverletzung sitzt, dem könnte Kontakt nach draußen dabei helfen, nach der Haft straffrei zu bleiben. Im niedersächsischen Roßdorf testet man das bereits. Dort haben einige Gefangene einen Internetzugang in der Zelle. Natürlich ebenfalls stark eingeschränkt. Danny zum Beispiel. Zwischen 3 und 4 Stunden verbringt er jeden Tag mit dem Schreiben von Nachrichten. Sondern einfach auch, weil man über die E-Mail-Funktion auch Kontakt nach draußen tragen, also mehr halten kann, und es beschleunigt vieles. Über ein Multifunktionsgerät kann Danny in der Zelle Fernsehen schauen, telefonieren und sich eben auch durch von der Anstaltsleitung handverlesene Internetseiten klicken. Kicker.de beispielsweise oder Nachrichtenseiten. Die Textnachrichten, die man in Roßdorf E-Mails nennt, sind allerdings eher mit SMS-Nachrichten vergleichbar. Sie laufen über die Eingabeplattform einer externen Betreiberfirma. Dieses Unternehmen kontrolliert auch den Datenverkehr. Und das kostet. Dafür zahlen aber nicht die Haftanstalten, sondern die Gefangenen. Mit jeder einzelnen Nachricht. Ich schreibe so am Tag so circa zwischen 20 und 50 E-Mails. Und wenn ich keine Unterstützung von draußen hätte, wäre das so für mich nicht möglich. Einfach weil eine E-Mail 20 Cent kostet. Und auch das Gerät kostet. Zwischen 12 und 16 Euro im Monat. Für einen Gefangenen sehr viel Geld. Trotzdem macht man in Roßdorf sehr gute Erfahrungen damit. Die Gefangenen sind entspannter. Und auch die Kontrolle der Geräte ist einfacher, weil alle baugleich sind. Doch bisher dürfen nur in Niedersachsen Gefangene privat ins Internet.
Andere Bundesländer haben sich noch nicht entschieden oder erlauben Internet nur in der Aus- und Weiterbildung. Gerade hier könnte der Gesetzgeber ruhig ein wenig visionärer sein, meint Florian Knauer. Die Gesellschaft weiß wenig von dem, was hinter den Mauern geschieht. Angehörige selber kennen das vielleicht von Besuchen her, aus dem Schriftwechsel, mal von Telefonaten. Aber einen intensiveren Austausch, da würden beide Seiten von profitieren. Die Gefangenen, dass sie nicht so abgeschnitten sind von der Gesellschaft. Und die Gesellschaft täte gut daran, stärker Einblick zu nehmen in das, was in den Strafvollzugsanstalten vor sich geht. Das Internet könnte dabei helfen, Strafgefangene besser auf das Leben nach dem Knast vorzubereiten. Und davon hätten auch alle jenseits der Mauern etwas. Eine wichtige Rolle spielte das Internet auch bei der Revolutionswelle im Nahen Osten, dem sogenannten arabischen Frühling. Um den Besuch eines Revolutionsgewinnlers, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Thomas Paulsen. Ich leite den Bereich internationale Politik bei der Körperstiftung. Wir wollen einen Dialog pflegen über politische, religiöse Grenzen hinweg. Diese Rede von Präsident Morsi, zu der wir etwa 200 geladene Gäste erwartet haben, dort wollten wir der breiteren Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, aber auch international, die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen an dieser Diskussion. Und hierfür haben wir uns entschieden, dass wir da mit einer Kombination aus Twitter und Livestream im Internet arbeiten. Und damit sich diese Diskussion organisieren lässt, haben wir eben diesen Hash versucht einzuführen, Morsi Berlin. Und das hat sehr gut geklappt, weil dann auch andere Medien Morsi Berlin übernommen haben. Und dadurch hat sich der sehr schnell etabliert als der Hash, unter dem eben dieser gesamte Besuch von Präsident Morsi in Berlin diskutiert wird. Präsident Morsi ist umstritten, weil viele in Ägypten ihm vorwerfen, dass er nicht ausreichend auf die Belange anderer Teile der Gesellschaft Rücksicht nimmt, nämlich diejenigen, die vor allen Dingen die Revolution vor 2 Jahren getragen haben. Was beeindruckend war zu sehen, dass auf diesem Hash Morsi Berlin einfach durch die Tatsache, dass da so viele Fragen gestellt wurden und wirklich sehr hochqualitative inhaltliche Fragen gestellt wurden, dass man insgesamt, wenn man sich diesen Morsi Berlin anschaut, eigentlich einen wunderbaren Eindruck von dem Stand der Diskussion über die Rolle des politischen Islams und die Vereinbarkeit von politischem Islam und Demokratie bekommt, sowohl was die Kritiker als auch was die Befürworter angeht. Das ist schon sehr beeindruckend, dieses kollektive Wissen, was sich da auftut. Man kann durch diese Kombination Livestream und Twitter einfach bei solchen Veranstaltungen eine breite Öffentlichkeit in diese Diskussion mit einbeziehen. Durch diese Diskussion, die auf Twitter stattfindet, das wäre früher so in dieser Form, in dieser auch schnellen Zeit, auch nicht möglich gewesen. Also ein Tweet, der mir in Erinnerung geblieben ist, war ein Tweet, der gefragt hat an Präsident Morsi, was haben Sie gegen Worte, die mit P beginnen, Pressefreiheit, Parteienpluralismus, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit war, weil sich Präsident Morsi bei der Veranstaltung 50 Minuten verspätet hat. Und der Tweet ist mir in Erinnerung geblieben, weil er eine inhaltliche Frage eben mit einem gewissen Witz verbunden hat. Nicht nur bei Revolutionen kommt oft am Ende etwas anderes heraus, als man sich am Anfang gewünscht hat. Auch bei Gesetzen ist das bisweilen der Fall. Zum Beispiel dann, wenn ganz andere Menschen von einem Gesetz profitieren, als vom Gesetzgeber vorgesehen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Volker Seifert ist Webentwickler. Bis vor kurzem war er selbstständig. Spezialgebiet: individuelle Online-Shops. Die Geschäfte liefen gut. Heute gibt es seine Firma nicht mehr. Schuld ist ein sogenannter Patenttroll. Ja, also als der Brief von dem amerikanischen Anwalt kam, war ich erstmal geschockt. Angeblich hätte ich irgendwelche Patente verletzt. Die Lizenzgebühr war riesig. Aber vor allem wusste ich gar nicht, was ich überhaupt falsch gemacht habe. Streit um Patentverletzungen sind eher aus den Reihen internationaler Großkonzerne bekannt. Dort sind schon winzige Details hunderte Millionen Euro wert, wie etwa im Streit um die erlaubte Form eines Tablet-PCs. Patenttrolle haben aus diesem Umstand ein Geschäftsmodell entwickelt. Und das funktioniert so. Zunächst kauft der Troll Patente für Technologien auf. Trolle finden sich oft in den Reihen vermögender Anwälte mit hoher Kreditwürdigkeit.
Große Konzerne wie Motorola verkaufen bei knappen Kassen ganze Patentpakete zu Schleuderpreisen. Ein gefundenes Fressen für den Troll. Doch der plant nie, mit den Patenten jemals etwas herzustellen. Sein Geschäftsmodell besteht vielmehr darin, andere Firmen zu finden, die diese oder eine ähnliche Technologie nutzen. Wissentlich oder unwissentlich. Der Troll fordert dann hohe Lizenzgebühren. Wer nicht zahlen kann oder will, wird verklagt. Für viele Unternehmen bedeutet das das Ende. Wissenschaftler schätzen den Wertverlust der betroffenen Technologieunternehmen auf mehr als 80 Milliarden Dollar jährlich. Der Schaden für die Volkswirtschaft ist enorm. Die Innovationskraft der Branche gelähmt. Vor allem in den USA. Dort floriert das Trollunwesen schon seit den 90ern. Schuld ist das US-Klagesystem. Anwälte werden nur bei Erfolg bezahlt. Die Gerichtskosten hängen nicht vom Streitwert ab, sind also niedrig. Der Troll hat nur wenig zu verlieren und kann so eine ganze internationale Lieferkette verklagen. Auch Unternehmen in Deutschland. Professor Wolf-Michael Nietzer verteidigt die Opfer. Für die juristische Geldmacherei hat er kein Verständnis. Laienhaft würde man sagen, sinnwidrig, dass das, was einem sofort in den Sinn kommt. Ausbeuter, Wegelagerer, also ich habe da schon alles gehört. Aber man muss natürlich sagen, sie bewegen sich immer noch auf dem Boden der Legalität. Sie kaufen ein Patent und schauen, wie sie das Patent zu Geld machen können. Im Prinzip verteidigt ein Patenttrollunternehmen also nur legitime Rechte. Doch besonders im Softwarebereich lassen die USA oft Patente zu, an die ein deutscher Unternehmer nicht im Traum denken würde. Ich habe halt einfach programmiert. Ich wusste gar nicht, dass es Patente auf solche Anwendungen gibt. Woher hätte ich das wissen sollen? Ich kann doch nicht in jedem Land vorher nachfragen, was für Patente dort gemeldet sind. Auch wenn es an deutschen Gerichten noch kein Massenphänomen ist, gibt es auch gute Gründe für Patenttrolling in Deutschland. Es ist hier beispielsweise recht leicht, ein Verkaufsverbot durchzusetzen. Der Druck auf die Opfer steigt. Von Seiten des deutschen Gesetzgebers sehe ich momentan keine Bestrebungen, einem möglichen Wildwuchs, der sich auch nach Deutschland hineinentwickeln könnte, Einhalt zu gebieten. Man muss sich mit den Mitteln des deutschen Zivilprozesses verteidigen. Ich sehe da also noch keine Rückendeckung durch den deutschen Gesetzgeber. Im Gegenteil. Ab 2014 will die EU europaweit ein einheitliches Patentrecht einsetzen. US-Firmen haben es ab dann noch leichter, deutsche Firmen auf Patentverletzungen zu verklagen. Und auch europäische Gerichte spielen den Trollen in die Hände. Also ich sehe mit großer Sorge, wie auch manches Unternehmen in der deutschen Industrie, dass die Bestrebungen der EU dahingehen, dem amerikanischen Zivilprozesssystem mehr und mehr den Weg zu öffnen nach Europa hinein. Ich sehe eher das Risiko, dass sich mehr und mehr Patentrolle auch mal Richtung Europa bewegen werden. Risikokapital für das lukrative Trollbusiness ist in den USA mittlerweile immer leichter zu haben. Die Zukunft des Trollunwesens in Europa ist also erstmal gesichert. Aus Bequemlichkeit suchen wir nach Gesetzen. Novalis. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.